Spielshow. Das hört sich gut an. Wer wird niemals Millionär? Schau mal, Max. Das ist die Tür zu Myra Set. Gehen wir rein und befreien wir ihr wortwörtlich gefangenes Publikum. Sam, vergiss die Geiseln. Hier ist eine Berühmtheit. Rainer Segen. Was für ein Segen? Der gute Rainer. Erfinder der Prismatologie. Half Millionen, die Macht ihres persönlichen Farbspektrums zu aktivieren. Ach, richtig. Der Bühnenzauberer, der zum Fröhlichkeitsguru wurde. Als ob wir davon nicht schon genug hätten. Ich möchte ihn treffen. Fein. Aber wenn er ganz magisch wieder irgendwem einen Regenbogenschmetterling hinter den Ohren vorzieht, verschwinde ich. Hallo, Rainer Segen. Hallöchen, ich bin Rainer Segen. Ja, das wissen wir. Und ihr seid Sam und Max von der Free... Die Augen! Woher weißt du das? Glaubst du... Die Augen! Ich tu's jedenfalls. Was machst du hier? Zeig uns einen Zaubertrick. Können wir ein Foto mit dir machen? Oder bis später, Rainer? Was machst du denn hier? Was bringt dich denn zu Warp TV, Rainer Segen? Ich bin auch hier, um Myra zu treffen. Woher weißt du, dass wir wegen Myra hier sind? Verstehst du nicht? Ich kann deine Gedanken lesen. I see into your soul. Als Verbrechensbekämpfungsduos ist es meine Bürgerpflicht zu sagen, wer weiß es. Gut, denk an etwas. Irgendetwas. Rainer Segen ist ein großer, fetter Scharlatan. Oder Pennies auf den Augen eines toten Niemen. Oder 6.373.411,98. Sie haben die englische, amerikanische Notation übernommen. Oder es reicht mit dieser lächerlichen Farce. Ich möchte gerne 6.373.411,98 beantworten. 6.373.411,98. Ha! Glückstreffer. Tatsächlich? Denk an etwas anderes. Rainer Segen ist ein großer, fetter Scharlatan. Rainer Segen ist ein großer, fetter Scharlatan. Hat er recht? Na und? Jeder denkt das. Ach ja? Dann denk an etwas anderes. Jo. Pennies auf den Augen eines toten Mimen. Pennies auf den Augen eines toten Mimen. Und? Ich hab wohl unwillkürliche Lippenbewegungen gemacht. Wirklich? Ja. Denk an etwas anderes. Und Hundelippen lesen ist übrigens sehr einfach. Es reicht mit dieser lächerlichen Farce. Es reicht mit dieser lächerlichen Farce. Aufhören. Ich will auch mal. Oh je. Das ist unaussprechbar verdorben. Ja, stimmt. Mann, du bist klasse. Der kleine Sam wieder. Warum willst du Myra sehen? Was hast du mit Myra zu tun? Ich werde Gast in ihrer Show sein, Dummchen. Genau, Dummchen. Ich stelle mein neues Buch vor. Enetik, das Handbuch für vielfarbiges Glück. Nehmt euch nachher auch ein Exemplar mit. Kannst du uns stattdessen einfach eine Zusammenfassung in 10 Worten geben? Unsere Zeit ist knapp. 10 Worte? Oh je. Wie wär's mit Prismatologie ist die Antwort. Einhörner sind schön. Und Regenbogen auch. Das wären 10. Ganz großes Kino. Übrigens wurde bei einem namhaften Sender letztens allen Ernstes erzählt, dass Einhörner die Seelen verstorbener Delfine sind. Jaja, bei Astro TV. Was ist Prismatologie? Was soll das mit diesem Prismatologie-Quatsch? Prismatologie ist einfach die größte intellektuelle, emotionale und spirituelle Revolution, mit der dieser hübsche Planet je gesegnet wurde. Zum Glück haben wir jemanden, der eine unparteiische Bewertung abgeben kann. Psst! Erzähl weiter! Schließt euch noch heute der Prismatologie an, damit ihr die Magie des reinen Segens erfahren könnt. Das widerspricht allem, was ich je gehofft habe, und doch... fühle ich mich von dem Gedanken jetzt merkwürdig angezogen. Reiß dich zusammen, Kleiner. Wir müssen einen Fall lösen. Und ob? Zeig uns bitte einen Zaubertrick. Du
Albino-Mann, der uns an Scientology erinnert. Erstaune uns mit einem Taschenspielertrick, ja? Gut, ich werde euch die Magie der Prismatologie in Aktion zeigen. Sucht euch irgendeine Farbe aus. Ocker! Nö, Malve! Gebranntes Sienna! Wie wär's mit einer Farbe, die ich kenne? Sucht ihr eine Farbe aus, die rot, grün oder blau ist? Ich möchte aber gelb. Oder Mauve. Oder Aubergine. Ja, ja. Obwohl ich ein Mann bin, habe ich von diesen Farben gehört. Ja. Rot. Rot, Phil. What the fuck? Ich weiß, was du denkst. Ist es real? Oder eine Illusion? Mach nochmal den Farbtrick. Wechsel noch einmal die Farbe. Gut, such dir irgendeine Farbe aus. Nein, nein, weiß war er. Das ist nicht leicht, grün zu sein. Aber sicher. Mit Magie. Freakshow. Können wir ein Foto mit dir machen? Sag mal, Rainer Siegen, können wir vielleicht ein Foto mit dir für unser Sammelalbum sofort vergessbarer Erinnerungen machen? Hervorragende Idee. Ich wünschte, ich hätte daran gedacht. Und das habe ich auch. Daher die Kamera. Und jetzt versammelt euch. Aber wie willst du das Foto machen? Mit Magie. Gut. Sagt Käsekuchen. Käsekuchen! Psychospielchen! Und wo ist das Bild, oh Magier? Oh je, ich habe es wohl verlegt. Hm, überprüf mal deine Taschen. Vielleicht habe ich es dort vergessen. bis später dann. Ich störe euer Freudenfest ja nur ungern, aber ich habe hier ein Problem. Keine Angst, holde Maid. Rainer See. Ja, ja, was auch immer. Unser Moderator ist vor ein paar Stunden zu Myra gegangen und nicht wieder rausgekommen. Kannst du für ihn einspringen? Kann ein Schmetterling fliegen? Ja, er kann. Oh, was muss ich tun? Wenn ein Kandidat auf die Bühne kommt, liest du ihm einfach eine Frage von der Karte vor. Wenn er sie falsch beantwortet, beleidigst du ihn und schickst ihn von der Bühne. Oh nein, nein. Prismatologie lehrt uns, jedermann zu lieben. Ungeachtet... So gut. Lies einfach die Karten. Gut, ich liebe dich trotzdem noch. Read the fucking card. Ja. Können wir dann jetzt Kandidat werden, oder wie ist das? Oder können wir Regisseur werden? Regie. Sam, ich habe gerade etwas sehr Wichtiges herausgefunden. Dort sitzt der Regisseur. Manchmal tun dir die Leute wirklich Unrecht. Das war, ich glaube, ein einfacher Schluss. Aber sie steht doch hier. Warum steht sie hier? Das Spiel ist nicht konsequent. Podium. Ja, probieren wir es doch einfach mal, ne? Leute, wir haben einen Kandidaten. Auf geht's! Und nun kommt aus den tiefsten Eingeweiden von Warp TV, wer wird niemals Millionär? Mit unserem ganz besonderen Gastmoderator Rainer Siegen. Hallöchen, ich bin Rainer Siegen. Unsere ersten Kandidaten sind zwei Jungs von der Freelance Police. Sie feuern gern mit ihren Kanonen wahllos um sich und überfahren gerne Dinge. Ein herzliches Willkommen für Sam und Max. Hallo. Hör mal, Sam, Sie lieben uns. Willkommen. Du kennst die Regeln. Wenn du auch nur eine Frage richtig beantworten kannst, verlässt du die Bühne als Millionär. Rainer, lass schon mal die Geldtransporter beladen, denn mein Kopf enthält so viel unnützes Wissen, dass man ein kleines chilenisches Dorf für Jahrzehnte mit Energie versorgen könnte. Es stimmt. Es stimmt. Gut, bist du bereit? Welch ein Glück. Das ist leicht. Na dann. Wenn ein Mann vom Pferdekopfnebel in einem mit dreifacher Lichtgeschwindigkeit fliegenden Raumschiff startet und sein Vater zur gleichen Zeit mit halber Geschwindigkeit von Regel 2 startet, wie viele Nanosekunden dauert es, bis das Zeitparadoxon dafür sorgt, dass der erste Mann nie geboren wurde? What the fuck? Keine Idee, keine Ahnung, aussichtslos oder hoffnungslos. Ja, weil keine Idee eine unschön übersetzter Anglizismus ist, wähle ich ihn aus. Keine Idee.
Ich sage einfach mal Schubidu. Jury? Oh, tut mir leid. Nein, leider verloren. Technisch perfekt ausgestattet. Das ist empörend. Ich verlange eine neue Auszählung. Wir haben immerhin einen bemerkenswerten Trostpreis. Eine Ausgabe von Emetik von mir. Reiner Segen. Nein, danke. Mir reicht schon das brennende Schamgefühl und das neu gewonnene Gespür für Unzulänglichkeit. Gut. Erfahren Sie gleich nach diesen Verbraucherinformationen, welcher arme Knopf als nächster seine Chance auf die Millionen vergibt. Oh nein. Ich dachte wirklich, wir könnten jetzt hier Millionen absahnen und unseren Job bei der Freelance Police an den Nagel hängen. Eine Talkshow-Tür bei Myra, eine Kamera. Kamera, hallo. Wie wär's mit einem weiteren Bild, Rainer Segen? Wie wär's damit? Statt ein neues Bild zu machen, recyceln wir einfach das alte. Rettet den Planeten. Klar, was auch immer. Versammelt euch. Ich glaube, das war überflüssig. Ja, wir haben immer noch ein Foto mit Rainer Segen. Was steht denn da drauf? Ich schätze, ein Autogramm. Love. Whatever. Max, was hast du denn da gefunden? Ein Kartenschlitz. Offensichtlich kann sich Warp TV keine bewaffneten Wachen für seine Gameshow-Fragen leisten. Das ist doch Mogelei, Sam. Gut gedacht. Verknote dir bloß nicht die hübschen Ohren, Kleiner. Die Antworten sind nicht hier drin. Im Leben gibt es keine Antworten. Sowas Dummes. Fragen. Ist das wieder so ein prismatologisches Credo? Nein, das habe ich auf einer Schachtel Frühstücksflocken gelesen. Ich habe übrigens schweren Mangel an Riboflavin. Du hast noch andere schwere Mängel. Max, unser Alltagsphilosoph, hat es gut zusammengefasst. Die Weisheiten des Lebens findet man oft auf der Rückseite von Kellogg's Verpackung. Ja, aber das Ganze hat uns jetzt anscheinend nicht weitergebracht. Es sei denn, wir können die Spielshow-Fragen irgendwo anders benutzen, wovon wir ausgehen müssen, da wir sie einsammeln konnten. Haben wir denn, können wir vielleicht das Foto mit Rainer Segen in den Kartenschlitz stecken? Nein, danke. Anscheinend nicht. Das auch nicht. Das nächste, was einer Karte ähnlich wäre, wäre dieser Textkatalog. Hey, passt genau. Ja? Dort bewahren Sie die Karten mit den Fragen auf. Das sind zwar keine Fragen, aber wir probieren es einfach nochmal. Wir haben einen weiteren Kandidaten. Auf geht's! Hier sind wir wieder. Unsere nächsten Kandidaten sind wieder diese beiden Typen. Gut, bist du bereit? Ich glaube, das war ein bisschen zu laut für... Die Frage lautet, bin ich blau? Haha! Jetzt kann man das beantworten. Ah, ich verstehe. Oh mein Gott, ist das schlau. Nein, bist du nicht! Nein, Rainer, du bist nicht blau. Oh weh, oh jemine! Das ist absolut richtig! Ja, richtig geil. Ja, so ein bisschen blau bist du ja schon. Geistig. Wir sind reich! Geistig! Es ist mir so peinlich, aber wir haben keine Millionen bar. Aha. Gütige Mutter aller Quizshow-Skandale. Wir müssen euch die Million Dollar in Essensmarken geben. Sie sind gleich da drüben. Moment, kann man mit Essensmarken tiefgefrorene Lakritzschnecken kaufen? Wir nehmen sie. Ja. 1, 2, 3, 174, 175... 999.999 und 1 Million. Lass sie uns gleich ausgeben, Sam. Sie brennen mir noch ein Loch in die Tasche. Meine blähen sie ziemlich auf. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wir haben Essensmarken im Wert von 1 Million. Oder 1 Million Essensmarken. Ich würde mir nicht...